Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Pokémon Renegade Platin. Ja, beim letzten Mal haben wir unser Abenteuer hier gestartet und haben schon ganz schön heftige Kämpfe gehabt mit Barry und Lucia. Und wie ihr sehen könnt, habe ich ein bisschen was am Team geändert schon. Sind zwei neue Pokémon dazu gekommen, Shinox und Starter Lily. Und alle sind auf Level 8, beziehungsweise Plinthar ist auf Level 9. Ich glaube, hier hat sich nur Watersport getan, also Lastmacher. Ansonsten nichts. Dann haben wir hier noch Starter Lily, hat ein neutrales Wesen. Kann bereits Flügelschlag, das hat er anscheinend auch schon geändert. Weil ich glaube, das lernen es auch erst später. Zudem noch Ruckzuckhieb und ja, wird denke ich mal auch ganz nett sein, gerade gegen Pflanzen-Pokémon. Evoli hat Bezirzer hier noch gelernt. Was ganz schön stark ist, hätte ich nicht gedacht. Allgemein wusste ich nicht, dass Bezirzer überhaupt Schaden macht. Das ist bei irgendeiner Attacke, die einfach nur Werte senkt oder so, aber dass es Schaden macht und ein Item klauen kann, das ist schon not bad. Und Shinox hat Ruckzuckhieb. Ich glaube, das ist auch eine neue Attacke. Das sollte es eigentlich nicht lernen. Aber okay, nimmt mal mit. Und ja, hat ein Plus Spezialverteidigung, Minus Verteidigungswesen. Ja. Aber es hat immer einen Bedroher, das ist die Hauptsache. Rivalität wäre nicht so geil, sagen wir es mal so. Ja, wir werden jetzt hier weitermachen. Auf Route 202. Ja gut, so ein bisschen, gerade im hohen Gras, leckt es ein bisschen. War das nicht früher ein männlicher Trainer? I don't know. Ist wahrscheinlich auch geändert worden. Ja, hier sieht man schon ganz gut, dass es sich definitiv gelohnt hat, mein Team noch ein bisschen zu leveln. Wow. It's a crit. Das mag ich aber nicht so. Bidoof. Oh, das Almighty Bidoof. Können wir Bidoof besiegen? Ich weiß es nicht. Mit dem Bedroher vielleicht? Oh, das senkt jetzt unseren Angriff natürlich auch. War ja klar. Okay, ich glaube, ich wechsle doch lieber einen Plinthar. Um das Ganze hier etwas zu umgehen mit der riesige Verteidigung, die ist gerade erhöht. Ja, dadurch, dass das Ganze hier so viel schneller läuft, kurz im Auge kratzen. Ja, ich glaube, die beiden haben einfach die Position geändert, kann das sein? Ja, keine Tränke? What? Okay, da muss ich doch nochmal zurück. No! Piffchen gibt es hier also auch. Okay. Okay. Ja, hier gibt es halt natürlich auch neue Pokémon. Wir haben ja die Nationaldecks. Und daher kann man hier eben auch schon andere Pokémon antreffen, als es normalerweise der Fall wäre. Also Pokebälle, klar. Ich kaufe mir mal ein paar. Davon auch mal was. Na komm, nochmal zwei und das sollte reichen. Ja, zum Beispiel gab es hier Huthut auf Route 201.
Starlily habe ich mir auch auf 201 gefangen. Shinox gab es hier auf 202. Das habe ich mir hier dann gefangen. Ja, das sollte doch meinen Schutz aktivieren. Dafür haben wir sie ja. Dafür haben wir sie ja, ne? Wenn wir sie schon geschenkt bekommen, dann sollte man sie auch verwenden. So, ich denke mal, Shinox können wir hier mal einsetzen. Ja, die beiden haben wirklich die Plätze getauscht, warum auch immer. Weil ich glaube, als erstes gab es den Teenager, also den Typen, gegen den wir jetzt kämpfen. Mit einem Level 5er Starlily, meine ich. Und dann gab es das Mädel hier mit zwei Bedizas. Auf Level 3. Ja, solange das Teil kein Traumfresser auf einmal auspackt, sollte das egal sein. Ja, das Ganze mit dem Layout hier vom hier unten. Was sollen wir lernen? Oh, jetzt schon Funkensprung. Das ist natürlich geil. Ne, dann bleiben wir auch da halt einfach mal drin. Ja gut, ich weiß nicht so ganz, was ich davon halten soll, dass wir... Wow. Mann, die Crit-Rate scheint auch erhöht worden zu sein. Gefällt mir nicht so sehr. Ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass die Pokémon jetzt schon so früh bestimmte Attacken können. Man normalerweise lernt Shinox Funkensprung auch erst später. Ich glaube Level 13 im Platin. Also im Platin lernt das auf jeden Fall früher. Als ein Diamantenperl. Ich glaube, da lernt es erst auf Level 17 oder so. Gleich mit Flügelschlag, da lernt Starlily ja auch erst später. Ich glaube auf Level 13 oder so. Ja, das ist jetzt nicht so schön, dass wir verbrannt wurden. Das gefällt mir nicht so wirklich. Aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir mir gleich in Jubelstadt ankommen, nicht angegriffen werden von irgendwem. Pick the Goon. Komm, Eevee, du musst dich beweisen. Ja, was ich noch sagen wollte, wegen die, also mein Layout hier, das wird wahrscheinlich in diesem Part anders aussehen. Ich habe mir vorgenommen, wieder wie in Schwarz und Weiß, ja, in Schwarz 2 mein Team hier reinzupacken. Ich weiß noch nicht, ob ich das genauso machen will wie in Schwarz 2 eben vom Design oder ob ich das irgendwann noch mal ein bisschen überarbeiten werde. Aktuell nehme ich erst einmal das gleiche Layout wie in Schwarz 2, weil es halt schon vorhanden. Muss ich nicht mehr ändern. Und ja, muss ich mal gucken. Nice guy, are you catching Pokemon? Wow, you have already got 4 with you. At that pace, your Pokédex should be full in no time at all. Oh, I know, don't you think it's better to know more about Pokemon? Sure it is. I know just the place, come on, don't be shy, follow me. Ah ja, hier gab's halt jetzt Libell. That man, what is he doing? A creepy dude. What? How did you know? How did you unmask me as a member of the international police? Oh, what? I beg your pardon. I was just making conversation.
Ah, you claim you were only making conversation, do you? But I know better not to believe that. No, no, no. You recognized right away that I was someone extraordinary. That is why you spoke to me, is it or not? Your power of observation is fearsome. Quite admirable you are. Now that my cover has been blown, let me introduce myself. I'm a global trotting elite of the international police. Yeah, now I'm an English-speaking YouTuber, you know? That's why I speak English, and that's in English, yeah, egal. Das Spiel ist halt leider auf Englisch und ich glaube, wenn ich das Ganze jetzt übersetzen müsste, immer, dann, oder ihr könnt es mir sagen, wie ihr es lieber haben wollt. Soll ich das auf Englisch lesen, soll ich es überhaupt nicht lesen oder soll ich es übersetzen? Könnt mir sagen, wie ihr es lieber habt. My name, no, I shall inform you only of my codename. My codename, it is Luca, oder Lebel auf Deutsch. It is what they call, all call me. Incidentally, is the saying don't be a thief familiar to you? Ja, und jedes Mal, wenn du ein Trainer-Pokémon fangen willst, kommt dieser Spruch. Yeah, that is correct. Taking what belongs to others is wrong. Unfortunately, there are apparently those who do not heed those words. In Sinnoh, in fact, there are criminals stealing the Pokémon of others. Nicht nur in Sinnoh. I have, therefore, been on the lookout for characters arousing my suspicion. Incidentally, you are trainers, yes? Perhaps you can make use of this? Ah, der... Ja, genau. Dieses Item da halt, ne? Up myself, yo. Ja, komm, hau ab. If you were to see me again, I ask that you not talk to me, for I am on duty. Actually, yes, yes, you may speak to me, you must. Not because I am lonely, no, no. You must inform of bad guys. You must inform me of any happenings. Mögt ihr den Typen oder findet ihr auch, der ist ein bisschen unnötig? Ich meine, der macht nichts. Wir müssen Platin nicht. Wir haben die ja echt in jedem Spiel nochmal reingebracht, ne? X und Y hat da eine Rolle bekommen. In Schwarz und Weiß hat er eine Rolle bekommen. In Sonne und Mond. In Oras. Überall gab's Lebel. Gab's den in Schwert und Schild? Nee, ne? Ja gut, okay, dann gab's ihn da wenigstens nicht. Okay, here it is. It's the trainer school. The name says it all. I saw our friend Barry go in earlier. He could still be in there studying. Okay, bye now. Yay, wir sind frei von Dialogen. Unglaublich. Konnten wir uns jetzt schon umschauen? Ich glaube, ja. Naja, stimmt. Da müssen wir uns auch erstmal wieder dran gewöhnen, dass man nicht immer wieder nachgefragt wird. But do you visit if you have the time, you may discover something new. Okay, wieso wird man denn überhaupt gefragt? I don't know. So, wir gehen mal hier hinten hin. Denn von ihm bekommen wir eine Angel. Die nehmen uns einfach mal mit. Oh. Tauchbälle. Okay, nehmen wir auch mal mit. Wow. Aquawelle. Ja, ich glaube, das ist auch eine Neuerung. Ja, genau. Er hat so gemacht, dass man, wenn man eine TM findet, sie immer 99 Mal hat. Und VMs sind auch geändert worden. Also es gibt immer noch ein paar VMs, die musst du leider benutzen. Es gibt aber auch ein paar Änderungen, dass du eben ja nur noch
Top 3 VMs Surfer. Wie hieße? Klaxler. Fliegen, ja, okay. Ich glaube noch irgendwas. Also es gibt nicht mehr viele Pflichtstellen für... VMs. Dope-Linse, oh. Ja, das ist doch neu. Ah, stimmt, das war der Typ, der einem für... Kraftreserve den Typen sagt. Hey, Evoli wäre Käfer. Okay. This guy, did you come to study too? I went ahead and memorized everything that was on the blackboard. After all, it's the trainer's job to avoid having their prisoners woman hurt in battle, right? This guy, what brings you, huh? You've got something for me? I delivered the parcel. So, what is this? Oh, score, it's a town map. Huh? Why are there two in here? I like it a lot, but I don't need to. Yes, guy, you take one. Dankeschön. Well, according to the town map, I guess Arbor City is where I should be going next. There's a gym, so it'd be perfect for raising the Pokemon I just caught. Well, I'm on the road to become the greatest trainer of all time. See you around. Okay, gegen die drei, beiden da wollen wir natürlich auch noch kämpfen. Im normalen Spiel haben sie beide, glaube ich, einen Abra. Okay, und hier haben sie einen Trustler. Zumindest sie. Bäh. Ja, ganz vergessen. Die haben es ja geändert, dass... Alter, ist das dein Ernst? Ja, genau. Wir werden weggehext. Hey! Ist ja geil. Gut, dass wir keinen Nuzlocke noch spielen. Dayu. Stern du einfach mal, wow. Das auch natürlich Crit. Am Ernst, hat die Crit-Rate doch erhöht, oder? Das sind mir zu viele Crits. Ganz im Ernst. Das ist nicht geil. Nee. Crits sind einfach nur Garbage. Also eine erhöhte Crit-Rate ist Garbage. Garbador. Na gut, Garbador ist nichts cool. Ja, so kann man das Spiel natürlich auch künstlich schwieriger machen, ne? Ja, mein Feedback werden wir am Ende des Spiels natürlich sehen. Wie ich den Hack, Mod, whatever fand. Ja, da musst du natürlich aufpassen mit... Okay, natürlich, Kraftreserve Kampf. Trustler ist zum Beispiel eine Fee. Da müssen wir aufpassen. Die meisten Pokémon haben halt auch... EVD-Vs. Und... Gutes Wesen, teilweise. Und daher, da müssen wir aufpassen. Ansonsten... kommen wir schnell in die Bedouille. Mit den ganzen Kämpfen hier. So, und der Typ hier gibt uns den Pocket. Oh, 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 you call yourself a Pokémon Trainer and you, yet you have no Pocket. That is, Pokémon Watch or Pocket for short. Oh my, you are a rare case indeed.
Well, this is simply cannot do. Here, a pocket for you. Oh nein, erzählt ihr mal, wann ich aufnehme. Schon wieder. Und ja, er hat die komischen Clowns entfernt, die man sonst auch sammeln musste. Aber mal ernst, sie waren nicht schwer versteckt und du musst immer nur Ja klicken. Von daher ist okay, dass man das entfernt hat. You're a lucky one today. The Pocket has every app installed. Ach stimmt, das haben sie auch noch gemacht. Touch the Pocket screen and find the apps that are right for you. Ja, er hat alle Pocket-Zubehöre bereits eingebaut. Achso, so kann man die Farbe ein bisschen ändern. Touch. Yay. Oh, ein Kalender. Hier seht ihr sogar genau, wann ich aufnehme. Also an welchem Tag. Pokéball. Map. Wo ist denn das, was ich normalerweise nehme? Itemradar. Ja, nehmen wir das. Dann sehen wir immer unser Pokémon. Gut. Gibt's hier noch irgendwas, was wir jetzt noch schnell machen wollen? Wir können mal kurz hier oben noch schnell ein Item holen. Und eigentlich würde ich dann sogar sagen, reicht das für heute. Wenn es bei einer guten Zahl 22 Minuten sollte passen. Muss ich mich noch heilen? Nö, muss ich nicht. Gut Leute, dann würde ich einfach mal sagen, war es das mit Pokémon Renegade Platin für heute. Wenn euch das Video gefallen sollte, lasst gerne ein wenig Feedback da, positiv oder negativ, bleibt euch belassen. Gerne mit einer kleinen Bekündigung, was euch gefallen hat und was nicht. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein werdet. Wenn wir dann wohl unseren Weg nach, wie hieß die Stadt, Erzling, ich meine schon, angehen, auch wenn ich bezweifle, dass wir dort schon ankommen werden. Aber wir werden sehen. Bis dahin. Ciao, ciao, Leute.